killer whale. Es ist ein Schockmoment wohl für jeden Segler. Ein tonnenschwerer Orca rammt ein Boot vor der spanischen Küste. Das Tier hat genug Kraft, um die Segeljacht zu beschädigen oder im schlimmsten Fall zum Kentern zu bringen. Es sind Szenen, die auch er kennt. Rafael Martinez ist seit 30 Jahren mit seiner Frau auf dem Meer unterwegs. Nichts kann das Ehepaar aus Cádiz so schnell aus der Ruhe bringen, aber die Begegnung mit den Orcas hat sie in Angst und Schrecken versetzt. Plötzlich spürte ich einen Stoß. Das Boot drehte sich um 180 Grad und fuhr nach Norden. In dem Moment entdeckte meine Frau die Orcas und ich habe als erstes die Küstenwache angefunkt und um Hilfe gebeten. Denn wenn ein so großes Tier dein Boot attackiert und du nicht weißt, wie lange das dauern wird, dann kann alles Mögliche passieren. An der spanischen und portugiesischen Atlantikküste wächst die Angst. Mehr als 300 Zwischenfälle haben Experten in den letzten 2 Jahren registriert. Momentan muss die spanische Küstenwache fast täglich Menschen in Seenot retten, weil ihr Boot von Orcas beschädigt wurde, berichten Segler. Auch die Crew dieses Bootes konnte die dramatischen Szenen filmen. Die bis zu 7 Tonnen schweren Raubtiere schubsen die Yacht wie ein Spielzeug von einer auf die andere Seite. Die 4 Orcas haben es vor allem auf das Steuerruder abgesehen. Zum Teufel, das glaubt mir ja keiner. Jedes Mal, wenn ich auf eine Seite gehe, wechselt er auf die verdammte andere. Rund 2 Stunden arbeiten sich die Meeressäuger an dem Boot ab. Wissenschaftler sprechen von Interaktionen der stark bedrohten Tiere. Doch für Rafael Martinez und die meisten Segler sind es Angriffe. In einem Moment spürte ich Panik. Da waren die Orcas schon 15 Minuten zu Gange und plötzlich sehe ich, wie hinter uns ein Stück vom Ruder schwimmt. Ohne Ruder ist das Boot nicht zu navigieren. Die große Frage, warum machen die Tiere das? Irgendetwas wurde ihnen angetan, das sie völlig destabilisiert hat. Ich habe sie so erlebt, als wären sie total verrückt. Im Hafen von Conil de la Frontera. Der Konkurrenzkampf um Nahrung mache die Orcas aggressiv, sagen viele Einheimische. Sowohl die Meeresräuber als auch die Fischer sind auf der Jagd nach rotem Thunfisch. Im Streit um die Beute hätten Fischer Orcas mit Harpunen verletzt, behaupten Tierschützer. Die Fischer haben eine andere Theorie. Wir denken, dass ein Segler aus Versehen ein Orca-Kalb verletzt hat. Und deshalb greifen die Tiere jetzt die Unterseite der Boote an. Das ist ja bislang noch nie vorgekommen. Der Walforscher Ezequiel Andreu will das Wort Angriff nicht benutzen. Nur noch rund 40 Exemplare des iberischen Orca gäbe es, deren Schutz sei oberstes Gebot. Es ist sehr schwierig, die Ursachen herauszufinden, weil es uns die Orcas nicht sagen werden. Was wir aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen können, ist, dass es mit vielen Interaktionen mit dem Mensch zusammenhängt. Wir denken, es ist ein über die Zeit erlerntes Verhalten, was an den Rest der Gruppe weitergegeben wird. Solche Antworten reichen den meisten Seglern nicht. Sie werfen Wissenschaftlern und Behörden vor, sich nicht genug um ihre Sicherheit zu kümmern. Rafael Martinez denkt, dass die Tiere mit GPS-Sendern überwacht werden sollten. Falls nichts geschieht, befürchtet er, könnten einige Bootsführer im Notfall zur Waffe greifen. Wenn dein Boot und dein Leben in Gefahr sind, dann verteidigst du dich. Es tut mir ja leid für die Orcas, aber wenn es um deren Leben oder mein Leben geht, dann bevorzuge ich meines. So weit darf es aber nicht kommen. Deshalb brauchen wir Studien und Lösungen für das Problem. Das Ehepaar will auf jeden Fall weiter segeln gehen. Nur eines wollen sie unter allen Umständen vermeiden: eine weitere Begegnung mit den iberischen Orcas.